Und dann kommen wir doch mal ins Detail zu deinem Rezept. Weil viele, ja, kann sich nicht vorstellen, ich lege mich da auf eine Matte. Ich weiß, du hörst es ungern, aber so sehen das die Leute. Also ich habe es zu Hause, das ist ein Schlafsystem, das sieht recht simpel aus, wie so eine Unterdecke fürs Bett. Da lege ich mich drauf und dann ist da so ein ganz kleines, dünnes Kabelchen und das ist auch nur eine Erdung. Und davon soll ich mir so große Wunder erhoffen. Wie funktioniert das Ganze? Was sind das für Erdstrahlen und wie kann das mich, sage ich mal, wieder die ganzen körperlichen, biochemischen Prozesse in Einklang bringen? Das ist schwer vorstellbar. Du, also es ist ein Erdungssystem, aber kein Erdungssystem, das so wie bei den Amerikanern, Earthing, ja, heißt ja diese Firma, da haben drei Ärzte ein physikalisches Instrument entwickelt und dabei solche Fehler gemacht. Da hat schon die TU Graz ein österreichisches Produkt 2002 vom Markt genommen. Ach, ja. Ja, schau, wenn du, die haben empfohlen, da stehen die Silberfäden aus der Matte raus, das ist wirklich eine Matte. Wir haben ein Medizinprodukt, ja. Die haben eine Matte. Da stehen die Silberfäden raus und du sollst mit den nackten Füßen die Silberfäden berühren. Das heißt, du bist elektrisch leitfähig geerdet. So, jetzt liegst du in deinem Nähbett und hast links und rechts eine Steckdose, direkt auf Kopfhöhe läuft ein Kabel, genau, vorbei. Du hast einen Radiowecker, du hast eine Lampe, du hast vielleicht noch das Handy auf dem Nachttisch, blödsinnigerweise. Richtig. Was passiert? Um den Kopf herum entsteht ein elektrisches Feld. Dieses elektrische Feld würde dich nur geringfügig schaden, weil es eher peripher wirkt an der Hautoberfläche. Magnetfeld geht durch den Körper durch, aber ein elektrisches Feld ist nicht harmlos, aber wenn du auf einer isolierten Matratze liegen würdest, würde kein Strom fließen. So, in dem Moment, wo aber deine Füße geerdet sind und dein Kopf im elektrischen Feld liegt, passiert dasselbe, wie wenn du mit nassen Füßen in der Badewanne stehst und mit den Fingern die Steckdose greifst. Es fließt ein Strom über dein Gehirn, über dein Herz, über die Organe zu den Füßen hin. Haben halt drei Ärzte entwickelt. Ja, die sind halt keine Ingenieure, die darauf spezialisiert sind, klar. Mir war von Anfang an klar, es muss kapazitiv sein, das heißt, da ist noch ein Stoff drüber, das leitfähige Gewebe innen drin ist so ein Filz, auf Carbonbasis, also Kohlenstoffbasis, metallfrei. Und mir war dann klar, dass wir noch ein weiteres Feature brauchen, weil heute hast du auf jeder Hauserde Frequenzen drauf, vom WLAN, von der Bundesbahn und. Und wir haben, und das ist ein bisschen mein Betriebsgeheimnis, eines Tages wird es veröffentlichen, aber da müssen die Menschen auch bereit sein dafür, weil sonst wird ja immer wieder Esoterik oder irgendwas vorgeworfen. Ja, absolut. Mir war klar, dass wir nicht nur erden dürfen, sondern wir müssen rund um den Körper ein sauberes Feld schaffen. Also mir war bei der Entwicklung ganz einfach klar, dass es noch mehr benötigt, dass wir nicht nur geopathologische Störfelder ausgleichen müssen, und WLAN und die ganzen Mobilfunk, sondern dass wir, wenn wir Frequenzen auf der Hauserde drauf haben, wie zum Beispiel von der Bundesbahn, dass wir auch die noch harmonisieren müssen, dass also keine Negativinformationen in unseren Körper kommen. Damals war der Dekan von der TU Graz, der Professor Hans Leopold, der hat gemeint, also das kann nicht funktionieren. Und dann haben wir physikalisch das gemessen, dass tatsächlich ein sauberes Feld besteht, einen halben Meter rund um unser Schlafsystem, und dass in der Praxis, also physikalisch kann man es nachweisen, dass dieser Magnetfeldausgleich stattfindet. Und dann haben wir noch eine biologische Studie gemacht in Irvine in Kalifornien. Das hat sich durch einen Zufall ergeben. Eine Deutsch-Amerikanerin, die in Österreich beim Vortrag von mir war, hat Therapie mit rübergenommen. Ihr Freund war Universitätsprofessor in Irvine. Und der andere Freund war bei der NASA. Der leitende Senior-Chefingenieur. Und der hat seit 10 Jahren versucht, die elektromagnetische Strahlung im Bereich der Intensivstation und im OP zu senken. Weil er hat nämlich mit Hautzellen, mit Zellkulturen gesehen, dass die keine 20 Minuten überleben in dem lebensfeindlichen Milieu, in der Intensivstation oder im Operationssaal. Ja, also da, wo es uns besonders dringend geht, wo Lebensgefahr besteht, ist eine derartige Lebensfeindlichkeit. Und der hat damals wirklich alle möglichen Harmonizer-Produkte ausprobiert
und hat nicht mal eine Überlebensquote, egal, also mit welchem Produkt, hat nicht mal eine Überlebensquote von 1% hinbekommen. Und wir haben aus dem Stand ohne Anlauf 48% gemacht. Das heißt also, wir haben sowohl den physikalischen Nachweis, auch vom gerichtlich beeideten Sachverständigen, weil natürlich ein paar so Spaßvögel gekommen sind, wir haben sowas Ähnliches, ja. Können wir dem seine Gutachten vielleicht auch noch von der Webseite benutzen und so weiter. Wir haben ein einzigartiges System geschaffen, was in der Praxis, und für mich ist die Praxis wichtig, Gutachten sind schön im Streitfall, aber wir haben es nie gebraucht. Auf jeden Fall in der Praxis war für mich wichtig. Ich habe eine Kinderstudie gemacht in Oberösterreich und da war ein kleiner Junge mit Grupphusten und sein Vater hat gedacht, das WLAN hinter der Wand, da stand das Bett vom Jungen, da war die Wand und dahinter war das WLAN. Der Junge hatte alle möglichen Allergien von Mai bis Oktober und Grupphusten. Dann habe ich gedacht, Mensch, der Vater, der könnte doch vielleicht das WLAN abschalten. Hat er geredet, hat er gesagt, das ist so ein Blödsinn, wenn das schädlich wäre, dann wäre es ja verboten. Das ist einfach, war das für mich wiederum eine Herausforderung. Oder schaffen wir das auch bei so extremer Nähe? Man muss dazu sagen, alles was außerhalb des thermischen Effektes ist, wo also die Mikrowellenstrahlung dein Gewebe erwärmt, genau. Und das war's, diese Sachen haben wir im Griff. Okay. Der Junge war 10 Monate später mit unserem Schlafsystem Therapro, mit Zeolit, war dann nach 10 Monaten völlig frei von Allergien. Wir haben die Familie besucht, also der Vater war nicht da, die Mutter und ihre zwei Söhne besucht. Am 1. Mai da haben die Blumen geblüht, alle Gräser, also Blüten und so weiter, alles war voll da. Und der Bursche war den ganzen Nachmittag draußen. Was hat der Vater dann gesagt? Hat sie immer noch nicht geblüht. Ja. Gut. Nochmal zurück auf das Schlafsystem. Welche Schwingungen von der Erde sind es, die da in das Schlafsystem kommen und diese Heilungseffekte erzeugen? Es wird ja immer von der Schumann-Frequenz geredet. Dann habe ich mich mal darauf angesprochen. Da sagst du, es ist viel mehr. Ja, die Menschen, ich meine, die Schumann-Frequenz ist eine ganz wichtige Frequenz. Und die liegt ja im Bereich auch nahe der WLAN-Pulsfrequenz. Die Erde selbst hat eine Frequenzfenster von einem Hertz bis 38 Hertz. Und das ist ja, unser Gehirn ist beim Tiefschlaf bei einem Hertz, sofern es durch ein Mobilfunk noch möglich ist, und im absoluten Wachzustand bei 38 Hertz. Und das heißt, wir sind Teil der Natur, verstehst du? Und die stärkste Feldstärke hat die Erde im Frequenzbereich zwischen 8 und 12 Hertz. Da ist praktisch der Peak. Und da sind die wesentlichen Steuersachen in unseren Steuerfrequenzen in unserem Körper angeordnet. Und 10 Hertz ist WLAN, 7,83 Hertz ist Schumann-Frequenz. Man hat natürlich in Bunkerversuchen, Max-Planck-Institut und so weiter, gesehen, dass die Leute relativ schnell, wenn sie von dieser Schumann-Frequenz abgeschirmt werden, Tag-Nacht-Rhythmus sich verschiebt. Genau. Ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, die waren schon nach ein paar Tagen, haben die 36 Stunden für einen Tag gehalten. Also das heißt, da verschieben sich das ganze Zeitgefühl und die ganzen Rhythmen. Ja, die Therapro gibt uns nicht nur eine Schumann-Frequenz, die Therapro gibt uns, denke ich, weißt du, stell dir vor, in die kosmische Hintergrundstrahlung, steht bei Wikipedia, hochenergetische, lebenswichtige Teilchenstrahlung, ob man lebenswichtig drinsteht, aber früher stand es mal, was kommt von der Sonne, was kommt vom gesamten Kosmos, was kommt von der Erde? Das ist ja ein ganz breites Frequenzspektrum, und ein riesen Informationspaket. Dein Körper benötigt die Farbe Grün, die ist ja da, auch in deinem Schlafplatz. Aber sie ist vermischt mit riesen starkem, ultrastarkem Grau. Okay. Was die Therapro macht, ist nichts anderes wie Grau raus und Grün kommt wieder durch. So. Das ist alles. Ja. Das heißt,
es ist nicht nur die Schumann-Frequenz. Das sind Billionen von Informationspaketen, muss man vorstellen. Jede einzelne Zelle, 100.000 biochemische Prozesse pro Sekunde, und das mal 80 Billionen Zellen, lenkt die Natur, nicht unser Gehirn. Das ist erwiesen seit langen, langen Jahren. Und ich möchte einfach heute noch mal eins zum Ausdruck bringen. Warum verschwindet ein Wissen, ein gefestigtes Wissen im 20. Jahrhundert von Max Planck, ja, von der NASA, ja, von Werner Heisenberg, ja, von, wie hat es heißen, von der Hallberg, der, ja, war ja bei der NASA, Albert Schweitzer, ja, und so weiter. Die haben alle gewusst, wir sind Teil der Natur und die Physik der Natur ist das, was unseren Körper lenkt. Ja. Und man muss immer fragen, qui bono? Ja. Wer hat dafür gesorgt, dass sie selbst aus den Lehrbüchern der Heilpraktiker verschwindet? Man will uns verkaufen, wir wären biochemische Wesen. Aber in erster Linie sind wir physikalische Wesen. Richtig. Und die Hauptursache ist die Entwurzelung zur Physik der Natur. Ganz genau. Da kann mich jetzt jeder anschauen, seiner spinnt. Ja, warum lösen denn die Heilpraktiker nachhaltig keine Probleme mehr? Ja. Warum lösen die einen Heilpraktiker, den habe ich vor Jahren in Oberösterreich erklärt, er sagte, ach so, es war die Natur, die sogar die Schulmedizin zum Funktionieren gebracht hat. Sag ich, genau so. Weil die war immer das Regulativ im Hintergrund. Die ist immer im Hintergrund gestanden, still und klammheimlich, hat ihre Arbeit gemacht, genau, und keiner hat es gecheckt. Ja. Und von dem haben wir haben uns im Prinzip unsere elektromagnetischen göttlichen Wurzeln abgeschnitten. Ja, das stimmt. Heißt, ich bin ein Mensch, ich bin früher aus der Kirche raus. Wenn ein Elternhaus zugeht, da war das erste raus aus der Kirche. Und für mich war eigentlich schon immer Gott im Baum. Ja. Wenn ich Sorgen hatte, als kleiner Junge, habe ich mir so einen Baum in den Arm genommen. Schön. Und das ist für mich auch heute noch. Ja. Das ist für mich die Schöpfung. Ja. Nicht irgendein Mann auf einer grauen Wolke, den man anbeten muss. Ja. Das ist für mich die Schöpfung. Und diese Einheit nimmt uns der Mobilfunk. Ich habe kürzlich mit einem Priester in Tirol darüber gesprochen. Da habe ich gesagt, ist es eigentlich der Antichrist, aber es geht schon in die Richtung. Weil er trennt uns von unserer Seele. Seele ist ja auch nichts anderes wie elektromagnetische Schwingung. Was im Laufe der Jahre ist mir einfach immer mehr bewusst geworden. Ich habe gedacht, kein Wunder, dass die Menschen immer mehr in Depression gehen, immer mehr in die Isolation gehen, sich lenken lassen. Sie werden manipuliert, durch den Mobilfunk abgestumpft. Was für die Frequenzen, die drei Frequenzen, die ich noch untersuchen konnte, und dann war es zu viel Funk, dann konntest du nicht mehr trennen, waren, dass uns die Körperwahrnehmung genommen wird, nicht mal so die Intuition, sondern das Körpergefühl. Ja. Ja, und das war bei Bluetooth-Telefon? Nee, das war die Handy-Pulsfrequenz von 217 Hertz. Nur das Telefon geht auf alle Drüsen, hormonelles Programm und auf die Persönlichkeit, und WLAN geht dann so auf die Zellversorgung und die Gifte. Das kann man wirklich als dritten Weltkrieg bezeichnen. David, diese Frequenzen werden seit, ich glaube, mit der Erste, der es untersucht hat, wahrscheinlich Tesla schon, aber ja, der Dr. José Delgado, das war ein Spanier, der hat schon in den 30er Jahren genau geschaut, welche Frequenzen mit welchen Organen in Resonanz gehen und mit welchen Frequenzen das mit die Psyche des Menschen beeinflussen kann.
wie man Endorphin, also Hormone wie Endorphin zur Ausschüttung bringt, also Glückshormone, hat man in Deutschland gesehen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Die waren ja plötzlich alle drauf in der Copacabana. Ja. Und ja, und man kann einfach auch eine Stadt in Depression legen. Und wer denkt, dass das Blödsinn ist, ich kann jedem, der bei mir anfragt, Patente schicken aus 2002, dass es möglich das ist, möglich. Gedanken ja. über die Ferne zu lenken. Etc. Ja, ja, richtig. Ja, gibt's schon Technologien, absolut. Mag abschreckend klingen und die Menschen ducken dann immer ab, ich will es nicht wissen, aber es führt uns letztendlich in die volle Manipulation und in den frühen Tod. Richtig. Und jetzt will ich von dir nochmal beide Scheidewege nochmal ein bisschen ausgebaut kriegen. Auf der einen Seite driften wir gerade ab in 5G. Und eine, sag ich mal, sehr breit aufgestelltes elektromagnetisches, niederfrequentes Netzwerk, in dem wir uns befinden. Und auf der anderen Seite gibt es solche Erfindungen und Technologien wie deine. Kannst du erstmal den schlechteren Weg über 5G, was das überhaupt bedeutet, weil viele wissen gar nicht, was das auf zellulärer Ebene ausmacht, 5G, und dann nochmal den anderen positiven Weg zum Abschluss beschreiben?